Bewegt sich nicht. Scheint eine Art Schließmechanismus zu sein. Ach, der gute alte Schließmechanismus. Gut, dass Jill immer einen Schraubenzieher dabei hat, ne? Habe ich auch immer, wenn ich aus dem Haus gehe. So, was haben wir denn hier? Hier sind mir diese ganzen... Diese Rätsel sind mir irgendwie noch nicht so ganz... geheuer hier. Ja, ich verstehe. Wahrscheinlich hier so, ne? Nee, auch nicht. Eins noch hoch. Das erinnert mich an irgendwas. Dieses Muster. Eine Art Schaltkreis. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Episoden jetzt noch weiter verlaufen. Wir haben jetzt noch 8 Episoden hier, ne? Krass. Ich hätte irgendwie gedacht, das ist jetzt vielleicht 3-4 Stunden Spielzeit und dann ist es vorbei, aber... Sagte Raymond nicht, seine Partnerin wäre im Kielraum? Los hier. Das heißt, Rachel oder sonst wer hat den Schlüssel. Wir müssen sie nur finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Ja, hoffentlich war sie es nicht. Ach du Scheiße. Ja, das kann natürlich sein. So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen hier... wegfetzen hier. Boah, Alter. Mein gefährlich. Ja, Müll. Müll ist die Waffe auf jeden Fall. Nicht zu vergessen, ne? Hat überhaupt keine Durchschlagskraft und nix. Gut, ich denke, wir müssen jetzt hier lang. Oh, fuck. Headshot. Oh, das war ein richtiger Headshot, ey. Wenn noch mal einer sagen, Bronze ist ein Low-Bob. Dann zeige ich euch hier das Gegenteil. Typische Resident Evil-Manier, dass man immer wieder die alten Gänge noch mal abläuft. Dann spart man sich ein bisschen was vom Level-Design. Boah. Aber creepy ist es gerade auf jeden Fall hier. Ja. Hier war das doch, oder? Sind wir hier runter? Ist richtig. Eine Sackgasse. Ach nee, dann war das oben, ja. Ich erinnere mich noch dunkel. Ja, in die erste Episode. Wenn wir jetzt auch diesen komischen Ankerschlüssel da, ne? Können wir jetzt hier vielleicht auch noch mal ein paar neuere Türen aufmachen? Boah, fuck. Hier, Vorsicht, Vorsicht. War nicht gut. Dann lieber noch mal ein paar Scans hier, dann haben wir noch mal ein paar Prozente gut. Ganzen Weg hier noch mal ablaufen. Du ahnst es nicht. Genau, der Zombie ist... Boah, Alter! Auf, lauf, 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 schneller! Mit denen haben wir jetzt keine Zeit hier. So, wir haben ja eh schon alles abgesucht, ne? Alles halb so wild. Eisenankerschlüssel, super. Die Munition, her damit. Genau, was Besonderes. Ah, sieh mal einer an. Ach du Scheiße. Okay. Wir haben jetzt hier die Waffe dabei. Wir könnten natürlich auch mal eben eine Waffe hier ablegen. Ach nee, die haben wir ja trotzdem. Ach so, gut. So, siehst du. Aber die mache ich dann mal eben leer. Aber das bringt ja nichts. Wenn wir die Waffe jetzt da rumfliegen haben hier. So, warte mal, was haben wir denn hier? Feuerkraft. Können wir die mal aufpimpen? Was ist denn hier stoppen? Erhöht die Mannstoppwirkung um 100%. Oha. Ja, können wir die mit ein bisschen mit down halten quasi. Die Viecher. So, siehst du, 130 ist auch nicht verkehrt, aber Feuerrate können wir hier nicht
reinhauen. Können wir hier die Feuerrate noch mit reinknödeln? Ja, können wir. Sie können nicht zwei Zubehörteile derselben Art ausrüsten. Ah, ich verstehe. Dann machen wir mal das so, ne? Also Feuerrate haben wir hier auch schon drin. Siehst du, aber hier können wir keine Feuerrate reinmachen. Das ist ja sehr, sehr verwunderlich. Was ist. Ne, so geht's auch nicht. Okay. Aber wenigstens haben wir jetzt hier ein schönes MP5-chen. Das ist ja sehr gut. Da bin ich auch ein Freund von MP. Was hier für ein paar Objekte hier? Ja, Munition. MG-Munition. Okay, können wir uns ja mal im Kopf behalten. Zur Not. Boah, scheiße, Mann. Ich zieh weg hier. Bisschen gruselig hier, Freunde. Auf diesem Schipper. Nicht wahr? Die Resident Evil, die Jill macht sich ja schon ganz gut. Okay, es war hier. Genau. Aber gut, ich sag mal so, in einem Horrorfilm kommen wir ja auch immer wieder an den Ort des Geschehens zurück, ne? Ist aber eigentlich gar nicht mal so unrealistisch. Anstatt den Schlüssel damals direkt mitzunehmen, ne? Ja, was haben wir hier? Ich wurde zu dieser Mission gezwungen. Ich wollte keinen Job annehmen, der mich ins Grab bringt. Wie auch immer, Phase 1 ist erledigt. Aber den Schlüssel zum Frachtenaufzug, jetzt habe ich Zugang zum Kielraum. Dieses Schiff wurde für die Anschläge auf Terra... Wie spricht man das aus? Was hat er gesagt? Grigia, ne? Terra Grigia. Vor einem Jahr als Kommandozentrale genutzt. Im Vordeck habe ich diese Drohne entdeckt, mit der das Virus versprüht wurde. Die Drohne zu finden, war Glück. Aus dem Nichts von einem Monster angegriffen zu werden, war Pech. Ich wusste sofort, dass ich diese Mission hassen würde. Mein Kopf fühlt sich an, als ob er gleich platzt. Mein Auge ist schon weg. Kann kaum sehen und mir ist übel. Die Arme fühlen sich auch komisch an. Mein rechter Arm ist zu zweigeteilt. Bin blutüberströmt. Kann meine Knochen sehen. Brauche dringend einen Arzt. Boah, Alter! Ah, dicke Atombabels hier. Scheiße. What the fuck? Ich hab sie gefunden. Aber sie ist ein Zombie. Ist das nicht immer so? Ja, schon. Zombie, das Wort habe ich echt sehr, sehr selten in Resident Evil gehört, dass das mal einer gesagt hat, oder? Sie ist ein Zombie. Zombie. Komisches Wort. Boah. Scheiße, scheiße, scheiße. Schiss dich. Wow, wow, fuck, fuck, fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Rohre sind verbunden. Okay, schon unterwegs. Ja, wo ist sie hin? Ich komme gleich zu deiner Position. Ja, aber wo ist jetzt... Oh, fuck. Der wieder. Mann, Stoppwirkung hier. Zeig mal, was du kannst. Nehmen wir mal ganz kurz hier die Munition. Mach's gut. So, das Fenster ist offen. An sich finde ich das Level-Design gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. So, Schrotflinte. Ist immer gut. Lautze. Boah, Alter, das sind echt Atombabels hier vor uns, ey. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt dann immer willst du jemand anderen gegen den Kopf hauen, aber nicht vor uns. So leicht sind wir nicht zu haben.
Fiedler. Müssen sie verfolgen. Boah, scheiße. Aber die Verwandlung war so schnell. Der Virus ist stärker, als ich dachte. Ja, auf jeden Fall. Scheiße. Oh. Ich bin gerade hier nicht so showmäßig unterwegs, wie ihr schon erkannt habt. Aber es macht ja nichts. So. Wir müssen gleich mal unser Gewehr auspacken hier. Hilft ja nichts. Headshot, aber das hilft nicht so viel bei der. Ach, die ist schon wieder weg. Ja, das hat aber eine ordentliche Wirkung hier. Wir hätten natürlich auch eine Schwachstelle hier, das Auge. Das haben wir ja schon richtig erkannt. Liegt ja immer noch halb gebraten auf dem Tisch. Krasser Typ. So, aber wo ist jetzt... Oh. Unser Bro ist da. Sehr gut. Oh, scheiße. Scheiße! Werden alle sterben! Alter, hier ist was los, ey. Raymond! Weg hier, weg hier, weg hier! Der zweite Endgegner hier. Gut, dass er eine Flinte hat, ey. Boah. Das spart uns einiges an Ärger. Zeit und Geld. Super. Auf zum Schlüssel, alles klar. Das war so wirklich Rachel. So will ich nicht enden. Ja, wo ist jetzt der Kielraum? Schlüssel haben wir schon ein paar hier, aber... Kielraum, der muss irgendwo unten sein. Dorthin müssen wir gegenwärtig. Können wir da wieder runter? Nee, oder? Müssen wir mal gucken. Achso, mit dem Fahrstuhl vielleicht. Können wir den jetzt benutzen? Glaube ich zwar nicht, aber wäre natürlich eine gute Sache. Na doch, hier. Hä? Lebt die immer noch? Nee, wir haben die doch gerade vernichtet. Aber wo kam jetzt das Geräusch her? Alter, weißt du das? Heißt das etwa, Weltrohr hat also auch die FBC betrogen? Keine Ahnung. Vielleicht nutzen sie einfach jeden aus. Im Moment geht es eher darum, dieses Schiff zum Laufen zu bringen. In der Tat. So. Jetzt sind wir wieder hier beim Fahrstuhl.
War doch eine chillige Episode, falls die gleich zu Ende sein sollte. So, wir müssen den Schlüssel noch einstecken. Die guten alten Schlüsselrätsel. Ach ja, jetzt habe ich sie vermisst. Hm? Ich höre etwas. Direkt in die Tiefen der Hölle. Das, meine lieben Freunde, war Episode 4. Wiederkehrender Albtraum. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.